Willkommen zurück, liebe Zuschauer, in Millennia auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit Frankreich. Wir machen weiter, haben glaube ich zuletzt alles Wichtige gemacht, das heißt, wir werden wieder die Runde beenden und genau beobachten, was die Deutschen in unserem großen Krieg machen, der immer noch anhält, der uns natürlich auch Chaos bringt. Die Deutschen marschieren einfach jetzt hier nach München, okay, das ist die richtige Richtung, weil wir wollen ja nach Leipzig. So, da haben wir ein Chaos-Event. Kulturelle Verwässerung. Mit dem ständigen Wachstum von Frankreich hat der Kontakt mit fremden Kulturen dazu geführt, dass die Bürger Einflüsse von außen übernehmen. Die einzigartige Identität von Frankreich ist verwässert worden und könnte weiter leiden, wenn wir nichts unternehmen. Oh, wir würden dadurch Kulturunterhalt pro Region für 5 Pfunden bekommen. Das wäre katastrophal. Dementsprechend bin ich tatsächlich bereit, 750 Gold dafür zu zahlen. So. Okay, die Deutschen haben uns nicht angegriffen. Das ist erstmal gut. Ich würde sagen, wir greifen jetzt die Einheit hier einmal an, um die einmal final zu vernichten, diese Rittereinheit. Zack. Und dann ist unser Weg immer noch ganz klar. Wir wollen noch mit der Armee Richtung Leipzig marschieren. Ist das der schnellere Weg, anstatt einfach über die... Aha. Okay. Na gut. So, die Deutschen trauen sich aber auch gerade nicht mehr in unsere Richtung. Sie haben jetzt hier den Shintoismus. Wird der Shintoismus eigentlich bei uns verbreitet? Eher nicht. Einen Einwohner haben wir. Ja doch, in Kurdiba gibt es wahrscheinlich auch... Ah gut, einen Einwohner. Aber einer von 5 ist jetzt auch nicht wenig. So. Genau, hier habe ich frische Truppen. Ich muss ja bald auch meinen Daimyo wieder zum Shogun befördern. Weil leider mein Shogun umgebracht wurde. Das Problem ist, als nächstes muss ich eigentlich erstmal die friedliche Revolution machen. Das heißt, es wird eh noch länger dauern. Das heißt, ich kann eh noch eine Mischung als Armee auch behalten. Der ist immer noch nicht wieder im voller Kampfkraft. Machen wir es mal so. Dann können die noch ein bisschen auf volle Kampfkraft kommen vielleicht. Oder wir gehen schon mal hier hin. Weil ich auch noch nicht so richtig weiß, was ich mit meinem Entdecker hier machen soll, aber wir laufen einfach mal. So, habe ich hier nicht neue Einheiten rekrutiert? Noch nicht. Doch, hier ist noch eine Samurai-Einheit. Wir könnten natürlich auch den dann befördern. Und versuchen anzugreifen. Ich meine, hier hätten wir... Oh, ein Unentschieden natürlich. Verdammt. Ich glaube, wir bräuchten hier wirklich dann den... Ja, das wird also noch längere Zeit dauern, bis wir das nutzen können. Wie wird es denn jetzt ausschauen? Immer noch. Mittlerer Schaden, ja. Gegen diese Akkabusen sind wir halt jetzt echt rückständig eigentlich mittlerweile. Die Frage ist... Es lohnt sich schon immer, so eine Spießträgereinheit noch in der Hinterhand zu haben, tatsächlich. Ich lasse die mal hier stehen fürs Erste. Okay, ich werde jetzt mal die Verbesserungspunkte noch mal ein bisschen sparen und wir gehen mal in die nächste Runde. So. Paris wächst auf jeden Fall ganz solide, würde ich sagen. Aha, da haben wir wieder eine deutsche Armee und sehr viel Kavallerie und Spießträger. 100% Sieg. Dann würde ich sagen, da greife ich jetzt einfach mal... Wir würden angeblich gar keinen Schaden bekommen. Dann greifen wir doch direkt an. Und ein bisschen Schaden bekommen wir. Konnten die Armee leider nicht ganz vernichten. Jetzt habe ich halt wieder Angst. Ja, ich kann eh nicht hinterher marschieren. Wir könnten jetzt die Armee hier noch vernichten. Dann stehen wir aber halt wieder mit einer kleinen Armee hier und die würde vernichtet werden. Das wäre also nicht sehr schlau. Dementsprechend schlage ich vor, dass ich meine Truppen hier unten jetzt positioniere und wir hier stehen bleiben. Dann könnte ich sogar den Spießträger dort brauchen. Machen wir den mal, packen wir den mal noch darüber. Und wir haben noch eine Rittereinheit. Die darf auch einmal noch hier dazu. Und wie sieht es hier aus? Da haben wir noch keine neue Einheit. Ja, und hier hätten wir nach wie vor unentschieden mittlerer Schaden. Wenn wir dann nicht diesen 1,5-fachen Angriffsbonus bekommen durch den Shogun, bringen uns die Samurai leider nicht mehr so viel.
Vor allem nicht gegen Akkabusen-Truppen. So, wir wollen aber Richtung Leipzig marschieren. Ja, das sieht doch gut aus. Ich überlege gerade, ob ich den... Ich stelle ihn erstmal auf den Hügel tatsächlich. Wir bleiben hier mal kurz defensiv stehen. So. Ich meine, das ist ja auch eine Variante. Wir nehmen einfach deren Sachen ein. Deren Vasallen. So. In Paris. Was machen wir da jetzt Schönes? Für die Akkabuse. Boah, 2,5 mal Angriff gegen Linie. Das ist halt schon richtig stark, die Akkabuse. Deswegen, das ist jetzt unsere aktuelle Kontereinheit für die Samurai. Da sind wir jetzt leider sehr kontergeschwächt. Und vor allem ist das Schlimme, ich kann halt meine Samurai dann irgendwann auch nicht mehr nutzen. Die sind dann einfach alle rückständig, weil ich sie nicht upgraden kann. Das ist der Nachteil, wenn man so stark auf so eine Einheit angeht. Brauchen wir Unruhe? Aktuell ist das noch kein Thema. Den Marktplatz bringt uns eigentlich auch nichts. Der Wehrturm bringt mal einen Kriegspunkt. Dann baue ich nochmal einen Ritter gegen die Akkabuse. Oder vielleicht erst den Ritter. Komm, wir bauen erst den Ritter und dann bauen wir den Wehrturm, bitte. So. Ja, wir hätten noch genügend Bevölkerung, um wieder noch mehr Sachen auszubauen. Warte mal, haben wir denn theoretisch Ressourcen, wo es sich lohnt, noch irgendeine Verbesserung zu machen? Ich glaube, aus zweimal Tabak können wir nichts Besonderes machen, oder? Wir haben unsere Schneckenfänger übrigens immer noch nicht sinnvoll verwendet für mehr Gold und Erkundungspunkte. Aber ich glaube, aus Tabak können wir nichts viel Sinnvolles machen. Nein, gut, nee. Nö. Tja. Puh. Wir könnten eine Verbesserung hier machen. Mehr Produktion. Ist gerade aber nicht so wertvoll. Ich glaube, Gold hätte was. Ich überprüfe gerade die Bedürfnisse. Ja, ist alles schwierig einzuschätzen gerade. Ich meine, wir können ein billiges Jagdlager bauen. Das kostet nur 6. Gibt uns ein bisschen Nahrung. Ein bisschen Fleisch. Das ist nicht schlecht. Und hier sollten wir das Eisen wahrscheinlich auch mal sinnvoll weiterverarbeiten. Wir haben schon einen Schmelzofen. Wir könnten halt eine Werkzeugschmiede bauen. Da brauchen wir halt zweimal Barren. Das heißt, ich bräuchte noch einen weiteren Schmelzofen, auf den wir sparen könnten. Ja, okay, weiter geht's. Was machen die Deutschen? Die Deutschen greifen unsere geschwächte Armee an. Oh Gott. Wir haben zwar die eine Armee vernichtet, aber die Armee, die danach kam, hat unsere geschwächte Armee fast völlig vernichtet. Wir haben 2 Einheiten dabei verloren. Das ist jetzt natürlich bitter. Was ist noch übrig? Nur noch eine Armbrustschützeneinheit. Was habe ich verloren? Ich glaube, Samurai-Einheiten sogar. Oh, sogar eine richtig gute Samurai-Einheit. Das ist bitter. Die war auf Level 3 aufgewertet. Ja gut, die kommen halt jetzt auch mit Kanonen. Da kannst du halt auch nicht mehr viel machen. Wir ziehen uns jetzt hier zur Burg zurück. Ich würde vorschlagen, aber mit denen... Schaffe ich es hier anzugreifen? Ja, 100% Sieg. Dann versuchen wir die noch zu vernichten wenigstens. Ja, ganz vernichten können wir sie leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt diese Spießträger noch eine... Oh doch, eine 100%ige Siegeschance. Krass, okay, das ist stark. Sehr gut. Sehr gut, dann haben wir hier eine ganz gute Stellung. So, kann ich hier Leipzig in einem Moment einnehmen? Unentschieden. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Vielleicht kann der Entdecker den entscheidenden Bonus dann noch geben. Ah, reicht wahrscheinlich nicht, oder? Nee, wir würden sogar eine Niederlage haben mit dem Entdecker. Gut, dann eben beim nächsten Angriff mit dem Entdecker zusammen. Dass wir Leipzig noch erobern. Ich muss immer mal drauf achten, ob wir neue Einheiten noch irgendwo rekrutieren. Ja, die Akkabusen-Armee steht hier leider relativ gut. Ich sollte auf jeden Fall jetzt keine Samurai mehr rekrutieren. Einmal halt noch irgendwie den Bonus dann nutzen, wenn es geht, mit einem Shogun zu arbeiten.
Aber ansonsten wird es jetzt hier schon ein bisschen eng. Okay, wir haben aber wieder Verbesserungspunkte. Die sollten wir nutzen. Ah, die Hygiene. Aber da haben wir doch jetzt gleich eine Forschung. Dann können wir was bauen mit der Hygiene. Pass auf, ich baue jetzt hier nochmal einen zweiten Schmelzofen. Das wird dann die Werkzeug... Wobei, kann man nicht theoretisch jetzt auch schon die Werkzeugschmiede bauen und dann wird schon halt wenigstens ein Barren in ein Werkzeug umgewandelt? Wenn ich so drüber nachdenke... Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir brauchen... Komm, dann bauen wir noch den Schmelzofen. Mehr Produktion. Das ist gut. Und dann gehen wir in die nächste Runde und beobachten. Können wir irgendwie diplomatisch nochmal was machen? Oh, die Deutschen hassen uns richtig. Das Vereinigte Königreich. Fragen wir mal, ob wir wieder Neutralität wollen vielleicht. Die Vereinigten Staaten fragen wir auch. Wir beenden die Runde. Die greifen. Mal schauen, ob sie uns angreifen werden. Ah, sie haben jetzt die kleine Armee natürlich vernichtet. Natürlich haben sie das gemacht. So. Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten haben leider abgelehnt. Wir haben unsere Spießträgereinheit verloren. Gibt es Schlimmeres? Schaffen wir es jetzt, das zu erobern? Ja, 100% Sieg. So will ich das hören. Ob ich meine Spießträger... Ja, ich habe meine Spießträgereinheit aber noch verloren. Aber dafür gehört mir Leipzig jetzt auch. Damit haben wir erstmal hier im Westen alles geholt. Müssen uns jetzt halt noch verteidigen. Gut, Dortmund, das können wir nicht so einfach erobern. Vereinigtes Königreich und Rom befinden sich jetzt im Krieg. Ist erstmal gut, weil das heißt, das Vereinigte Königreich wird geschwächt. Vor allem, weil die hier einfach zwei Riesenarmeen an unserer Grenze haben. Wenn die hier einfach beschließen, uns anzugreifen, dann überrennen die Lyon und ich kann sie nicht verteidigen. Ich kann dann Lyon nicht verteidigen. Aber sie haben uns noch nicht den Krieg erklärt, was erstmal eine gute Sache ist. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, hier anzugreifen. Unentschieden. Die haben aber auch... Die haben Samurai dabei und halt auch Akabusen. Und Dragoner. Ah ja, Dragoner, die sind dann natürlich gut. Ah, die haben aber auch zweimal Fernkämpfer. Ich glaube, man sollte trotzdem die Kavallerie verwenden. Ich könnte jetzt halt höchstens überlegen, dass ich den geschwächten Samurai... Nee, durch eine geschwächte... Das macht auch keinen Sinn, austausche. Beide würden mittleren Schaden erleiden, ja. Weil jetzt sind wir halt leider echt nicht mehr so stark, wie wir früher waren. Hier hätten wir sogar einen 10%igen Sieg. Als Variante. Dann könnten wir mit der anderen Armee noch hinterher angreifen. Das ist doch jetzt dann vielleicht der etwas bessere Weg. Weil Düsseldorf ist mittlerweile dann gerade keine Armee mehr. Ui, da habe ich aber ordentlich was verloren. Ist mein Daimyo gestorben? Ah, jetzt mussten die sich aber nach da unten zurückziehen. Das mögt das Unsinnigste. Okay, der Daimyo lebt noch. Wir haben eine Samurai-Einheit verloren. Ja, toll, wenn ich da jetzt nicht im Weg wäre, könnte ich die vernichten. Kann ich die vielleicht mit einer einzigen Samurai-Einheit vernichten? Nee, 100% Niederlage. Ich bräuchte, wenn schon, noch den Rest. Und jetzt stehen wir leider genau im Weg. Ich hasse das, dass man sich da jetzt nicht so... Wir könnten aber uns jetzt... Wir könnten natürlich versuchen, Düsseldorf anzugreifen. Ich werde mich jetzt mal hier hinstellen. Oder wir hätten auch nach Berlin marschieren können, aber... Probieren wir jetzt mal irgendwie Düsseldorf. Keine Ahnung. Und wir bleiben hier bei unserer Burg. Du gehst auch zur Burg. Okay, wir brauchen aber Truppen. Warte mal, was kommt da jetzt für ein Gegner? Samurai und Akabusen und die haben halt jetzt eine echt starke Mischung hier. Gegen Linie sind Fernkämpfer gut. Aber ich habe halt nur aktuell noch Armbrustschützen, die ich rekrutieren könnte. Nee, ich kann gar keine. Doch. Das geht recht schnell. Die kann ich halt dann verbessern. Wenn ich die notwendige Forschung habe. Machen wir das mal trotzdem noch. Und gegen Fernkampf wiederum ist halt Kavallerie gut. Da habe ich jetzt schon einen Ritter gerade rekrutiert. Könnte ich halt nochmal einen rekrutieren.
Aber die Dragoner werden halt wieder meine Ritter countern. Das ist knifflig gerade. Ah, durch die Forschung können wir jetzt natürlich die Müllgruben verbessern. Fantastische Neuigkeiten. Und jetzt brauchen wir natürlich dringend die Schießpulver-Technologie. Und werden jetzt aber, denke ich, erstmal die Müllgrube verbessern. Ah, gibt uns ein bisschen besseren Hygienebonus. Ich überlege gerade, meint ihr, die greifen die die könnten erstmal die Burg angreifen. Das heißt, ich schicke die Ritter sicherheitshalber trotzdem schon mal dahin. So. Die können wir nicht bewegen. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was der Feind machen wird. Ich bin gespannt. Der könnte jetzt meine geschwächte Armee angreifen. Er hat einfach einen Ballon jetzt. Einen Aufklärungsballon in Düsseldorf stehen. Ich würde jetzt gern endlich Düsseldorf angreifen, aber mit nur einer Armee wird es halt echt ein bisschen schwierig. Ah, nee, wetten, dass der seine Armee, die hier war, jetzt nach Düsseldorf... Nee, in Düsseldorf ist sie nicht, aber wahrscheinlich links daneben. Könnten wir die vernichten? 100% Niederlage sogar. Ui, okay. Tja, oder wir gehen jetzt noch nicht in die neue Regierung. Wir haben eh noch nicht so viele Punkte. Und ich hole mir jetzt einfach... Ich hole mir jetzt einfach nochmal den Daimyo, den Shogun und greife jetzt Düsseldorf an. Das wäre eine Variante. Eiskalt. Oh Gott, aber wir haben auch schon wieder sehr viel Chaos. Oh Gott. Gold. Das wird eine knifflige Sache werden. Unentschieden. Wir verursachen nur einen leichten Schaden, ja. Weil wir halt durch die Steinmauern nicht durchkommen und die werden halt richtig viel Schaden machen. Das ist es wahrscheinlich nicht wert. Wahrscheinlich sollte ich die nächste Dynastie dann trotzdem wählen. Bleibt der Palast eigentlich bestehen? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich muss mich jetzt hier... Wir könnten halt die Armee einmal vernichten. Ich bräuchte halt Belagerungswaffen. Das ist auch noch so ein Thema. Wenn ich hier durchbrechen wollen würde. Aber ich habe... Kann ich erst durch Schießpulver dann freischalten. Ein paar Kanonen zu bauen, das erforschen wir jetzt erst. Ich könnte danach dann aber die Kaserne bauen. Oder vielleicht die Wasseraufbereitung für Hygiene. Ach, das war so ein Gebäude, die Wasseraufbereitung. Ah, verstehe. Dann planen wir mal als nächstes die Wasseraufbereitung hier noch ein. Oh, in Lyon. Habe ich da überhaupt schon eine Müllgrube gebaut? Nee, na, da haben wir noch keine. Kann man da schon die Wasseraufbereitung einplanen? Ja. Würde aber 6 Runden dauern. Aber ich kann ja eh noch keine Müllgrube bauen, weil ich keine Verbesserungspunkte habe. Ja, das ist jetzt ein Problem. Tja, aber was machen wir jetzt? Wie schnell... Das Chaos wird jetzt sehr schnell kommen. Da haben wir nur noch 1-2 Runden Zeit und ich werde das Gold dann fürs Chaos brauchen. Das heißt, beschleunigen kann ich jetzt eh nichts. Das heißt, wir werden es jetzt so machen. Ich versuche die Armee hier zu vernichten. Klappt das? Unentschieden, aber wir... Ah nein, stopp! Oh Gott. Ich habe den falsch gelesen. Wir erleiden schweren Schaden und verursachen nur leichten Schaden. Wie kann denn das sein? Müssten wir als Angreifer da nicht uns durchschnetzeln können? Wir könnten versuchen, die Armee hier zu vernichten. Dann gehen wir natürlich mitten ins Feindesland. Aber hey, ja, in Berlin stehen natürlich auch ohne Ende Truppen. Ja, und mein Daimyo ist geschwächt, das heißt, wir ziehen uns nach Nantes zurück. Die Armee kann ich jetzt nicht besiegen. Ah, Freunde, das ist so schwierig gerade. So, jetzt ist die Frage, hier haben wir eine kleine Armee, die übrig ist, den Entdecker. Den wollte ich halt mal versuchen, irgendwie zu diesem hohen Berg zu bekommen. Ah, der wird hier nicht durchkommen. Hier sind zwei orangene Gebiete. Das ist jetzt echt blöd. Den Entdecker kann ich nicht sinnvoll nutzen. Der muss halt dann mitkämpfen jetzt. Der muss jetzt mitkämpfen. Jetzt schicken wir den mal wieder hier zurück. Ja, da war dieses Barbarenlager. Ah, da haben wir eine 100%ige Siegeschance. Vielleicht kriegen wir einen Bonus, wenn wir da das Barbarenlager vernichten. Beenden wir mal die Runde, schauen, was der Gegner macht. Ich bin jetzt gerade nicht mehr so zufrieden, weil wir nicht mehr sehr viele Armeen übrig haben.
und hier geschwächt wurden. Das gefällt mir alles nicht mehr so, muss ich sagen. Innovation, Kutschenprozession. Die Bevölkerung drängt sich auf die Straßen von Frankreich, um einen Blick auf die königliche Familie zu erhaschen. Oh ja, der Palast bekommt einen plus eine Kultur. Sehr gut, machen wir. Machen wir, okay. Ich könnte jetzt hier noch ein paar kleinere Einheiten von denen einfach vernichten. Unentschieden, erlitten schwerer Schaden. Wieso erleiden wir hier schwerer Schaden? Hier hätten wir jetzt wieder einen... Das lag, glaube ich, am Terrain, kann das sein? Ach klar, weil wir auch Freiburg angegriffen hätten, wo Miliztruppen sind. Oh, mein Fehler. So, das heißt, wir könnten jetzt hier wieder angreifen oder ich sage, wir beschleunigen einmal und holen uns dann, um noch stärker zu sein. Komm, alles auf Angriff. Der hier wird zum Shogun befördert. Und jetzt machen wir die hier richtig platt. So. Jetzt müssen wir leider nochmal 12 Runden auf die neue Regierung warten, aber jetzt ist es einfach mal so. Dafür schnetzeln wir jetzt hier wieder. Jetzt müssen wir nur ein bisschen... Ah, die konnten sich aber hier zurückziehen, leider. Wir müssen jetzt nur darauf achten, dass unsere Einheiten auch stark genug sind. Hier können wir doch bestimmt den Hauptstadtangriff machen, genau. Und wir vernichten diesen komischen Ballon einmal. Perfekt, dann haben sie da schon mal keine Sichtweite. Was erstmal gut ist. So, hier oben haben wir nach wie vor das Hygieneproblem. Aber will ich jetzt hier noch eine Müllgruppe... Aber gut, ich werde eh eine Müllgrube brauchen, auch wenn ich die Wasseraufbereitung mache. Also gut, wir sparen also auf eine Müllgrube, Müllhaufen 36. Ist das teurer geworden? Ah ja, klar, weil das schon mit der Verbesserung einberechnet ist quasi. So, beim Schokonat kommen wir noch bei nirgendwo irgendwas weiter. Vielleicht kommen wir jetzt aber mit der Armee dann jetzt mal nach Düsseldorf und haben ein paar Chancen. Dann bräuchte ich halt noch eine zweite Armee. Vielleicht könnte ich die dann auch noch Richtung Düsseldorf bekommen, tatsächlich. Und das ist halt noch eine sehr schwache dritte Einheit. Es ist... Ah, okay, das sind Barbaren. Die würden halt wahrscheinlich jetzt auch... Ah, wir bleiben bei unserem Plan, okay. Mehrere Barbaren sogar. Barbarenkavallerie, das habe ich auch noch nicht gesehen. Die ist neu. Bleiben wir mal da, wo wir sind. Und mit denen gehe ich aber einen Schritt vorwärts. So, wir müssten doch hier noch Kampfeinheiten bekommen. Genau, Armbrustschützen. Voran. In 8 Runden haben wir leider erst die Schießpulvertechnologie. Das schwächt uns natürlich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Samurai in Auftrag geben sollte. Das ist so... Die sind halt schon ein bisschen veraltet. Langschwertkämpfer hat halt 3-mal Angriff gegen Linie. Das sind 45... Komm, wir machen noch einen Langschwertkämpfer hier als nächstes dazu. Noch ein paar Einheiten. Okay. Beenden wir die Runde, schauen, was die Deutschen machen. Bitte nicht noch große Truppen aus Düsseldorf. Ich will jetzt einfach mal Düsseldorf angreifen und eine Chance haben, auch ohne Belagerungseinheiten. Geht das vielleicht? Haben wir eine Chance dazu? So, die Deutschen haben erstmal nichts gemacht. Die Barbaren greifen uns in Leipzig an. Okay. So, jetzt stehen die halt wieder in Freiburg. Da hätten wir jetzt wieder ein Problem. Düsseldorf anzugreifen sehe ich jetzt erstmal nicht. Ah, hier würden wir leider nicht die Reichweite bekommen, die wir bräuchten. Ist jetzt die Frage, ob wir deswegen jetzt schon nach Düsseldorf marschieren oder lieber nicht. Ich sehe halt nicht, was da los ist. Kümmern wir uns erstmal um das Problem hier. Und besiegen einmal kurz diesen Barbaren. Unsere Armbrustschützen sammeln immerhin nochmal ein bisschen... Erfahrungspunkte ist auch nicht schlecht. So, Freunde, was mache ich jetzt mit euch? Ihr seid leider auch immer noch teilweise geschwächt. Ihr müsstet eigentlich nochmal geheilt werden. Kann ich hier irgendwie... Wir könnten uns jetzt auch erst nochmal heilen und dann über den hier oben rum angreifen. Das wäre wahrscheinlich der sicherere Weg nach Düsseldorf. Komm, wir nehmen einmal den sichereren Weg. Wobei der hier halt auch noch nicht geheilt ist.
Okay, pass auf, dann machen wir es jetzt so. Ich will die alle geheilt haben, bevor wir angreifen. Und ihr bleibt auch noch hier. Ihr kommt noch zur Verstärkung. Rekrutiere ich hier eigentlich noch Einheiten? Jawohl, Kavallerie, fantastisch. Wird sich zeigen, wie gut diese Kavallerie noch gegen Akabusen irgendwie sind. Aber ich glaube, gegen Akabusen ist es halt schon noch das Beste, was wir haben. Deswegen baue ich jetzt noch eine Kavallerie. So, okay, dann beenden wir nochmal. Ja, wobei ich habe, habe ich genügend Punkte hier jetzt für... Oh komm, nee. Gut, wir gehen nochmal in die nächste Runde, bevor ich in Lyon den Müllhaufen wieder bauen kann. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ah, die Barbarenspeer haben hier irgendeinen Deutschen erledigt, okay. So, jetzt bevor ich es vergesse, einmal in Lyon bitte. Zivil Müllhaufen. So, dann ist das Problem erstmal wieder gelöst. Jetzt sind wir hier unten. Einheiten wurden ein bisschen gestärkt. Oh, hier sehen wir aber wieder deutsche Einheiten. Jetzt kommen die wieder. Das, die könnten natürlich auch Nantes angreifen wollen, aber wir würden halt jetzt gern schon Düsseldorf angreifen. Deswegen würde ich jetzt schon mal hier hinmarschieren. Oh Gott, das sind noch mehr deutsche Einheiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon wieder kommen. Das wird schon wieder knifflig. Meint ihr, die greifen direkt Nantes an? Aber eine Runde müsste Nantes gegen die kleine Einheit hier durchhalten können, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich, ohne es zu wissen. So. Jetzt ist das Ziel mal mit drei Einheiten irgendwie vielleicht doch Düsseldorf angreifen und erobern zu können. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. 90% Sieg. Aber wir können erst nächste Runde angreifen, okay. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles machen? Ich könnte noch eine Spießträgereinheit holen. Hierfür vielleicht. Ist zwar eine schwache Einheit, aber komm. Nehmen wir noch. Nehmen wir, was wir kriegen können. Wir könnten noch eine Einheit befördern. Es ist jetzt gerade die Frage, was wir befördern sollten. Den Ritter? Können wir gar nicht. Also nicht befördern, sondern... Wir können auch nur die Armbrustschützen. Stufe 3. Das ist so eine Art Johanna von Orléans jetzt als Anführerin wahrscheinlich. Okay. Gut. Nochmal ein verzweifelter Versuch, Düsseldorf anzugreifen. Ich glaube, ich kann gerade nichts mehr machen, außer die Runde zu beenden. Tun wir es und drücken die Daumen und schauen, was die Deutschen machen werden. Vielleicht marschieren sie jetzt auch einfach wieder nach Düsseldorf, um es zu verteidigen, weil die KI doch schlau ist. Ja, ich glaube, genau das macht sie. Und eine Kavallerie ist bei Nantes. Ja, wenn halt jetzt wieder in Düsseldorf wieder Truppen stehen, dann können wir es wieder vergessen, eigentlich anzugreifen. Oh nein! Wieso habe ich denn nicht... Jetzt, oh, mir fehlt viel Gold. Oh nein. Die natürliche Expansion von Frankreich in fremden Ländern hat eine Gruppe von Antikolonialisten verärgert. Sie wollen dein Vordringen in ihr Land verhindern. Na toll. Wir bekommen jetzt einen Spießträger in jeder Region in Frankreich. Das sind ziemlich viele Spießträger gegen mich. Die sind natürlich hier auch gemeinsam zusammen. Toll. Vor allem in Lyon, wo ich einfach keinen Wall bauen kann. Was für mich sich auch echt nicht erschließt. Muss ich sagen. Okay, wartet mal, vielleicht sollte ich hier eine Militäreinheit bauen. Gegen Spießträger brauchen wir Armbrustschützen. So. Also, Armbrustschützen einmal hier rekrutieren. Spießträger ist jetzt nicht das Schlimmste, was hätte passieren können. Bauen wir einfach zwei Armbrustschützen dagegen. Wahrscheinlich hier unten auch, ne? Ja, genau. Dann werden wir in Rouen auch... Armbrustschützen bauen. Nach der Rittereinheit.
So, Hauptstadtangriff. Schön die Kavallerie. Vielleicht kämpfen die sogar gegeneinander, da hätte ich nichts dagegen. Vielleicht kämpfen die hier auch gegen die Kürassiere. Die haben einfach schon Kürassiere. Zeitalter der Aufklärung, was haben sie sich geholt? Was ist das? Das sieht irgendwie kriegerisch aus. Deutschland. Ah, natürlich, Kriegerpriester. Natürlich haben sie sich die Kriegerpriester geholt. Na gut. Greifen wir bitte das Barbarenlager an. 90% Siegeschance. Ah, hat es nicht gereicht? Es hat nicht gereicht. Bei einer 90%igen Siegeschance. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. So, jetzt müsste der Großangriff auf Düsseldorf starten. Wir haben halt leider nur keinen... Wir sehen halt nichts Düsseldorf-mäßiges. Ah, meine Armee kommt auch gar nicht in einer Runde, die kann dann nicht direkt Düsseldorf angreifen, ne? Weil wir haben nicht genug. Das ist schlecht. Mit der Armee könnten wir Düsseldorf angreifen, aber die ist halt eher schwach. Jetzt lasst uns mal hier hingehen. Ja, es steht eine Einheit, es stehen zwei Einheiten drin zur Verteidigung. Schlecht. Sehr schlecht. Wir erleiden mittleren Schaden und verursachen nur leichten Schaden. Das wollte ich halt nicht hören. Genau das wollte ich nicht hören. Aber gut, dann werden wir uns jetzt hier erstmal positionieren, würde ich vorschlagen. Hier werde ich meine Kavallerie noch hinzufügen. Dann können wir uns eh nicht weiter positionieren. Dann haben wir Möglichkeiten, theoretisch trotzdem bei in der nächsten Runde, je nachdem, ob das so klappt, müssen wir vielleicht die erst hier rumlassen. Dann die und dann könnten wir vielleicht noch angreifen. Das müssen wir dann sehen, ob wir dann eine Chance haben. Ach Freunde, es ist so spannend. Ich würde schon gern Düsseldorf als Vasall mir noch holen. Dortmund da oben ist halt auch fraglich. Wie viele Regionen hat Deutschland? 5 Regionen, Rom sogar 6. Die Vereinigten Staaten haben auch 6. Wir haben 3. Aber das Problem ist, ich kann jetzt auch nicht die andere mir holen, weil ich brauche die Kulturpunkte jetzt einmal dringend, um die nächste Regierungsform mir zu holen. So, wir könnten in Rouen mal die Müllgrube, glaube ich, verbessern. Haben wir noch ein bisschen mehr Hygiene. Das ist eigentlich ganz gut. So, dann müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal schauen, was die Spießträger machen. Das heißt, wir haben noch mehr Feinde. Ist ja nicht so, als haben wir schon mit den Deutschen genügend. Und gucken, wie es weitergeht. Meint ihr, der Angriff auf Düsseldorf wird klappen? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr denkt, wir schaffen es, Düsseldorf zu erobern oder ob wir kläglich scheitern werden. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst noch gerne ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius.